So. Also du hast Kopfgeldmission jetzt schon gemacht. Ja, das war bei mir nur noch einmal Gequatsche. Okay, warte, dann mach ich die auch noch schnell. Wohin? Dahin. Und dann können wir auf einer ran. Flatteri datschen. Sehe, dass das so immer Gequatsche war, weil eigentlich sollst du ja Leute einfangen. Ja klar, bei mir ist aber die Mission einfach verschwunden danach. Ich hab die nicht. Okay, warte. Und ehrlich gesagt, ich spiele auch leiser gestellt als du. Was bedeutet, wenn du irgendwas gesagt hast, was in dem Fall der Fall war, habe ich nicht mehr gehört, was da gesagt wurde. Aber das war der Shop-Druide. Ah, hier ist ein Kopfgeldterminal. Da kannst du die Aufträge annehmen. Seien Sie gegrüßt, oh. Jedi. Die Kopfgeldvermittlungsgesellschaft heißt Sie willkommen. Habe ich nicht gemacht. Wenn Sie an einer Karriere als Kopfgeldjäger interessiert sind, sehen Sie sich die verfügbaren Aufträge am Terminal in der Nähe an. Bitte beachten Sie, dass die Umweltbestimmungen der Republik die Menge an Carbonit, die für die Festnahme von Zielen verwendet werden darf, stark einschränken, um die Ökosysteme der Planeten zu schützen. Glücklicherweise bestehen derzeit keine ökologischen Bedenken in Hinsicht auf Blasterschüsse, Messerstechereien, Sprengstoffexplosionen oder Leichen. Erfolgreiche Jagd. Jetzt musste man das Terminal machen. Okay. Warte mal. Aufgeben. Und dann war. Ich hab ja. Ich mach die jetzt mal an. Eine gelbe, zweite gelbe, dritte gelbe Quest. Oh, leck mich am Arsch, ey. Todessiegel war das aber. So, die ist jetzt aktiviert. So, ich muss da runter. Also ich kann jetzt nach Alderaan reisen, oder? Ja, kannst du. Ich bin nur gleich auf dem Weg. Okay. Ja, ich warte eh am Spawn. Sehe ich dich wenigstens nach 2 Jahren gefühlt mal wieder. Hier alles beanspruchen anklicken. Ach so, nee, den Shot hole ich mir erst morgen früh wieder ab. Das könnte ich erst in 18 Stunden wieder ran. Okay. Das da. Gildenleiter können Zugriff auf Gildenbanken. Okay. Könnte mal den Chat wieder im Vordergrund holen. Achso, nee, gequatscht haben wir ja schon. Aber was ist denn dann? Todessiegel, genau. Was ist denn? Missionslogbuch. 89.800 Mission Oberin. Festungsbonus 0%. Okay. Erstelle eine Gilde. Nein. Mach ich nicht. Kartell. Wie viele Kartellmünzen habe ich? 2020. Obi-Wan-Outfit. Robe des standhaften Meisters. 1440. Die beliebtesten? Ja, 30% Rabatt, Dreierpack Kommandanten Leitfäden.
Ultimatives Kartellpaket kostet nur 200. Rüstung des Wiedergeborenen, das ist was für Sith, das will ich nicht. Rabatt des dunklen Lords. Ach, Paket, Rabatt, Alter. Paket des verlorenen Ritters. Nee. Da sammle ich lieber noch ein paar Kartellmünzen. Oh. Warte mal, Scheiße. Da stand da, benutze das Holoterminal deines Schiffes. Ich bin rausgegangen. Ich bin eindeutig zu lange im Spiel. Wenn es so wäre, würden dir ja solche Sachen nicht passieren. Na doch. Weil man da gar nicht mehr drauf achtet, was man eigentlich machen sollte. Und nochmal aufs Schiff. Oh. Warum diesmal schon wieder? Nee, ich muss mit dem Holoterminal erstmal interagieren. Ach, du warst noch gar nicht wieder auf dem Schiff. Doch, aber ich bin direkt zu Alderaan geflogen und rausgegangen. Es wird Sie sicher freuen zu hören, dass ich einer der fortschrittlichsten Stuartoiden in der Welt. Oh, hier hinten blinkt was. Oder? Nachricht 1 ansehen. Hä? Ich grüße euch. Schon wieder der? Im Holonetz finde ich überall Geschichten über euren Sieg auf Chorus. Was der dich leben lassen hat. All das, was ihr auf Typhon erreicht habt, war nur ein Vorspiel. Ihr werdet für die Jedi zur besten Waffe aller Zeiten. Hoffentlich habt ihr Darth Angrals Sohn mit dem Lichtschwert hingerichtet, das ihr auf Typhon unter meiner Anleitung geschmiedet habt. Ich verbleibe euer treuester Kamerad. Möge die Macht mit euch sein. Das war ja der Typ, den ich leben lassen habe auf Typhon. Und Nachricht 2 angucken. Geht gleich weiter. Ich grüße euch. Ich fahre jetzt eh erstmal zurück. Ich habe versucht, hab so was Blinkendes immer übersehen. Ich muss mal schauen, ob ich da auch was habe. Aber vergeblich. Na, hast du den am Leben gelassen? Ich hoffe, eure Jagd verläuft gut. Ich bin Mr. Helle Seite. Ich habe jeden am Leben lassen. Habe ich gelobt, weil im Knast ist es eine andere Frage. Ja, wenn er am Knast ist, dann kriegst du das nicht. Ich hab mir laufen lassen. Auf Hutter. Ein paar dreckige Mandalorianer haben rumgeprahlt, wie viele Jedi sie schon getötet hätten. Den Kopf des einen habe ich als Trophäe eingesackt. Den anderen habe ich erzählt, ihr wärt schon unterwegs zu ihnen. Ihr hättet ihre entsetzten Gesichter sehen sollen. So gut habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Sache, ich bin umsonst zurückgegangen. Jetzt erstmal auf Wiedersehen. So, haben wir das gemacht. General, ich bin auf Alderaan. Habt ihr etwas von Meister Orgos gehört? Negativ. Bei dem Chaos hier ist es ein Wunder, dass überhaupt Nachrichten durchkommen. Alderaan ist ein Kriegsgebiet. Die Adligen kämpfen darum, wer das Sagen hat. Und ob dieser Planet sich mit der Republik oder mit dem Imperium verbünden soll. Euer Waffenprojekt soll Alderaan der Republik sichern. Meine Männer haben die Todessiegelwaffe entwickelt, um diesen Konflikt mit äußerster Präzision beizulegen. Ein außergewöhnliches Gerät. Es markiert Ziele mit einem mikroskopisch kleinen Sender. Nicht zu erkennen. Es erfasst Ziele auf dem ganzen Planeten. Die Zielkoordinaten werden an einen konzentrierten Laserstrahl übermittelt, der Ziele aus riesiger Entfernung ausschalten kann. Seit wann gibt sich die Republik mit Attentaten ab? Wenn ich Millionen Leben durch den Tod eines Mannes retten kann, betätige ich nur zu gerne den Abzug. Das Todessiegel hat aber einen entscheidenden Nachteil. Die Reichweite der Zielvorrichtung ist extrem begrenzt, nur etwa 20 Meter. Sobald ein Ziel markiert ist, kann der Laser es jedoch aus jeder Entfernung treffen. Ich fürchte, unsere Bemühungen, die Waffe zu bewachen, sind gescheitert.
Die letzte Übertragung von Meister Orgel stammt aus dem Palast Organa. Danach nichts. Nach dem, was Meisterin Kiwix passiert ist, bin ich sicher, dass Orges in Gefahr ist. Count Alde war der Letzte, der Meister Orges gesehen hat. Er finanziert das Todessiegelprojekt zusammen mit uns. Ich habe versucht, den Count über eure Ankunft zu informieren, aber die Kommunikation ist ausgefallen. Berichten zufolge sind mehrere Holostationen zerstört worden. Das gehört zur Standardtaktik der Imperialen. Das Haus Organa kann nicht genug Truppen bereitstellen, um die Holostationen wieder zu aktivieren. Vielleicht könnt ihr helfen? Ich stelle die Kommunikation wieder her und suche dann Count Alde auf. Ich übermittle euch die Koordinaten der Holostation. Wenn ihr sie wieder instand setzen könntet, würde das die Verteidigung von Haus Organa stärken. Ihr findet Count Alde in der Botschaft beim Palast Organa. Viel Glück! Basata, Ende. Okay, dann muss ich jetzt mal ganz kurz das da machen. Warte. Ich bin noch gerade auf dem Schiff. Okay. So. Wo ging's raus? Nee, da nicht hier. Ich verlasse jetzt mein Schiff. Und ich habe schon die erste gelbe Quest bekommen. Willst du mich doch verarschen, ey? Hört man, wenn du aus dem Hauptgebäude rauskommst? Ja, ich habe noch Ladescreen gerade. Ja, okay. So. Das da. Nö, warte mal. Nee, komm. Warte mal, ich muss die sowieso wieder schicken. 10. Grades. Suchen. Aufklären. Töten. Oh, es freut mich schon wieder, dass ich 6 Quests habe. Och Mann. Oh ja. Mit Roadrunner. Wenn das so weitergeht, bringst du allein das Spiel zum Legen mit deinem ganzen Haustier. Ich kann auch nur eins beschwören. Ach so. Ich könnte jetzt noch so ein fliegendes Viech machen. Aber ich denke mal, ab wenn schnell Bock drauf haben. Ui, das hier jetzt ist. Wir werden auf Level 33 runtergestuft. Ja. Raumschiffzeug brauche ich nicht. Handlungsbogen. Da geht's doch schon los. Bitte, ich habe eine dringende Nachricht aus dem Organa-Palast. Weil ich sehe ihn um die Ecke biegen. Ich stelle die Nachricht durch. Biegt er noch weiter ab. Ikmaraka, Nayanaram, Karam Kalu Amkamanik. Kampelem Ganam, Magiyang, Manikikupukam. Ich bin auf Befehl des Hohen Rats der Jedi hier. Was benötigt ihr? Nilbagamama Nakinaya, Bilak Mamua Kamlibik, Ripoknane Karimaraka, Amkam Jalebik Memark. Das könnt ihr alles später erklären. Wo soll ich hin? Ihr müsst die Tool-Einheiten aufhalten, bevor sie diesen Ort in einen Krater verwandeln. Ich kann sie aufhalten. Könnt ihr mir noch mehr erzählen? Ich habe mehrere Tool-Soldaten auf meinem Weg hierher gesehen. Mehr weiß ich nicht. Ihr müsst verhindern, dass sie uns in die Luft jagen. Du musst meine Tiere nicht hässlich nennen, nur weil du sie nicht besitzen tust, Darko. Hab das nämlich gehört. Ist ja auch nicht gemutet. Ja. So,
2, 3, 4, 5, 6, 7 Quests. Okay. Ausballern. Na dann. Warte mal, wo sind wir denn gerade? Ballern? Ja, nee, map-technisch. Würde ich gucken, wo wir sind. Brauche ich für später. Das da. Das da. Und das da. Sind jetzt alle Bomben hier gemacht worden? Wow. Ah, hier ist noch einer. Ne, hier müssten eigentlich überall noch welche sein. Ich war nur gerade gemutet. Ich muss noch diese Holo-Dinger reparieren. So, mal gucken, wo sind denn die? Dort ist noch eins. Kann sein, dass du gerade Pech hast, weil ich gerade hier bei einem stehe. Ich weiß nicht, ob das für uns beide gilt, wenn ich das mache. Wenn du da hinten warst, wo gerade so ein roter Kreis auf dem Boden war, da war ich tatsächlich schon. Okay. Da, wieder taufrisch. Da hätte ja auch sagen können, wie mit dem Bomben, dass das halt so eine Abbruchzeit war. Hat's auch. Dann
dann hatte ich einfach nur Glück. So, und die letzte ist da. Des Todbringers, bitte was? Oh, anziehen. Hüftgürtel des schützenden Fremdlings. Ja. Melde dich bei General Kashim, sprich mit Count Aldee. Aber ansonsten irgendeine Nebenquest gab es hier tatsächlich nicht. Noch nicht. Oder ich weiß nicht. Deswegen denke ich immer alles auf, damit ich dir gleich finde. Obwohl das eigentlich auch überflüssig ist, weil manche tauchen ja eh erst dann auf, wenn man mit der Hauptquest soweit ist, wie wir ja gemerkt haben. Das ist aufgedeckt. Oh, ihr pöbelt Ziff rum. Alles klarchen. Gibt es hier Pflanzen, die ich einsammeln kann? Nö. Alter, erschreckt mich nicht so. Und schon wieder ein Lichtschwert. Ich habe schon wieder so ein fettes Lichtschwert bekommen. Der Hund. Hier pümmeln ganz schön vieles zu rum. Trotz, dass es ein 33er Planet ist. Na gut, die werden halt da nicht stark sein. Wird echt Spaß machen, ey. Machen wir erstmal da oben, da habe ich noch ein Stück zum Aufdecken. Schaffe die Daten, finde die Abschnittsstelle, besiege die Belagerungstruppen. Hatte sowieso einen witzigen Kontakt mit einem Sith. Der hatte ein Doppelklingen-Lichtschwert auf der. Zwei einzelne, und auf der einen Seite war es lila, auf der. Die zweite Klinge war pink. Ja. Die war einfach pink. Ja. Der wollte zeigen, was er zur anderen Seite gehört. Mit der Farbe pink. Klar.
Ich glaube, der gehört da einfach zu gar keiner Seite. Todessiegel. Gehen wir mal dahin. Hier hoch. Und was muss ich jetzt hier oben machen? Finde den abgestürzten Suchdroiden. Okay. Hoppen. Wow. Bewegungsteam unterwegs. Besiege das Tool Bergungsteam, was? Erledigt. Warte mal, was? Oh, hier kommt noch eine Welle an! Willst du mich verarschen? Besiege. Okay. Der ist ein bisschen groß. Ah, dann. Okay, was aus? Ich hab grad ein Lichtschwert bekommen, was 150 Damage maximal macht. Gut, wir sind auf jeden Fall auf einem falschen Planeten. Gute dafür ein Spinning Wheel drüben. Ja, das ist eine der Helden plus zwei Kills. Holy shit! Das bestätigt dann die Berichte. Ich hab schon wieder sowas bekommen. Vorratskiste, die gesperrt ist. Und versuchen mehr von den Plänen des Imperiums zu erfahren. Ihr habt dem Haus Organa einen großen Dienst erwiesen. Danke. Okay. Was krieg ich zum Beispiel nie aus den Helden plus 2 Missionen? Ich glaube, das hängt wahrscheinlich mit dem Abo zusammen. Ja, glaube ich auch. Genau, ich wollte weiter aufdecken. Also ganz kurz den Chat wieder im Vordergrund holen. Das sind nur zwei Zuschauer. Gut, muss ich den Chat nie beachten. Deckst du das Stück hier bitte auf? Dann nicht, okay. Wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Sonderlieferung. Gibt den Organa-Feldagenten das Signal. Ja, warte doch mal ab. Das ist doch nicht mal der Bereich hier.
Ich hänge an einem Baumstamm fest. Ich mach das jetzt so. Dann könnten wir so Pisser. Flatterteil hier. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Okay, ich wünsche hier. Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Das habe ich alles schon mal schneller gesehen. Aber echt, ey, ist der lahmarschig. Nee, machen wir das wieder dahin. Und dann so. Bin ich denn angekommen? Hier haben wir schon die erste normale Nebenquest. Wow. Und ich fliege einfach drüber hinweg. Wow. Alec Terral. Okay, muss ich mir merken. Das ist das Mittelding, was aussieht wie ein. Sieht denn das aus? Mit Fisch. Genau. Ja, schon 20 Uhr. Wie lange bin ich dabei? 4 Stunden 40. Das erste Mal, dass ich wieder 6 Stunden streame Star Wars. Denn ich habe gestern ist mir echt die Lust auf das Minecraft-Projekt vergangen. Oh. Wegen. Wegen der ganzen Maschinenscheiße, Alter. Und der Stromprobleme und alles, das ist nicht mehr normal. Das ist einfach nicht mehr normal. Okay. Deck erstmal bitte auf. Danke. Sieht aber nice aus, der Planet, muss ich sagen. Hier würde ich mich sofort niederlassen. Ich mag das voll. Ja, wenn du das Geld hast dazu. Sieht zwar nice aus, aber so richtig niederlassen, das wäre tatsächlich noch nichts für mich. Pünktlichst gelieferte Perfektion. Es war mir eine Freude, Ihnen zu dienen. Zumal hier auch Schnee liegt. Ja, das ist ja das Geile. Das Wetter kann sich hier einfach nicht entscheiden. Schnee, grüne Wiese, gefliester Dreckboden. Gefliester Dreckboden? Na, hier wo ich bin, das sieht halt einfach aus wie Fliesen und die dreckig sind und gefliester Dreckboden halt. Das
ist einfach ein gefliester Trickbone. Oh! Ey. Das ist Druiden manchmal. Was ist das denn? Ich glaube, da gibt's irgendwas. Da ist so ein übelst lahmarschiges Ding. Kommt man da irgendwie hin? Ja, da durch den Wald. Marco? Ja? Guck mal, wo ich stehe. Ich hab keine Ahnung, wo du stehst. Du musst den Stream lunzen. Was ja, meinst ich weiß. Gibt's da unten irgendwas, wenn das Ding so langsam fährt? Leider glaube ich ja. Vor allem... Wie soll ich da drauf springen? Was wird man da nicht hochkommen? Das ist stehen geblieben jetzt. Jetzt fährt es wieder runter. Das ist halt jetzt die Frage, wie macht man das hier am beklopptesten? Ne? Ich will hier jetzt nicht runter. Ist aber auch keins, oder? Nee, angezeigt wird mir da tatsächlich gerade keins. Da fahren wir mal eine Runde Gondelbahn, würde ich sagen. Oh mein Gott, ey. Ich hoffe einfach, dass da unten was ist, sonst. Hoffentlich. Da unten ist auf jeden Fall schon mal ein gegnerischer Druide. 29. Aber das Wasser ist schön. Schönes Eisblau. Gehört sich auch für so einen Gefrierplaneten. Aldaran ist eigentlich gar kein Gefrierplanet. Das ist eigentlich wirklich so eine grüner. Da ist tatsächlich AIDS. Ein grüner Planet. Okay, Dago. Ja? Merkt ihr bei der großen Map, wo ich. Scheiße, ich kann die nicht aufmachen. Weil ich in Bewegung bin. Also du hast auf jeden Fall eins. Ja. War ja irgendwie klar. Warte, ich will jetzt erst einwohnen. Attribute, Beherrschung, plus 4. Okay, ich mach gleich mal die große Map für dich auf. Große Map auf. Wahrscheinlich irgendwo am Rand, oben, unten. Nee, Mitte. Unten. Okay. Bei der großen Map tatsächlich mittig. Mittig? Bei dem See kann man halt sagen. Ist das. Jura-Gebirge mittig, mach ich mir mal aufschreiben. Mach dir da einfach gleich einen Screenshot mit F12. F11 oder F12? Ich glaube nicht, dass das auf dem Tablet geht. Das will ich nicht. Ich habe ja den Stream auf dem Tablet, okay. Danke. Reicht.
Also ich hätte jetzt gerne ein Lichtschwert, was 50.000 Attack Damage Minimum macht für Stufe 67. 7 Level heute gemacht. Also ich sag mal so, ich habe trotz dieses niedrigen Planetenlevels hier ein Lichtschwert gefunden, was besser ist als meins. Apropos, danke. Ich muss da mal was gucken. Ich muss irgendwann mal zu einem Briefkasten kommen. Tatsächlich. Heldenmission ab in den Killigbau. Das wäre dann das da. Ernsthaft? Das ist dort? Ich bin gerade auf Datacron-Suche. Das ist das erste, was ich hier mache. Dieses Mal. Ja, also mal. Das ist das letzte Mal. Bei Quests komme ich eher an Datacron vorbei. Naja, bei der Helden plus 2 Quest hier ist tatsächlich irgendwo eins. Wenn ich mir die. Das ist halt. In der Questhöhle drin. Oh, Lootkiste! Außer Reichweite. Oh, komm. Ein Rucksack. Und was ist drinne? Premium extra irgendwas. Okay. Besiege die Belagerungstruppen der Killix. Easy peasy. Schneid durch die Meister das Gespür. So ein verkackter Bau. Okay. Boah, hier hört sich das eklig an. Was hast du zu bestätigen? Nee, ich sag bloß, das hört sich eklig an, wenn du hier auf dem Matsch rumrennst. Hier ist wieder so ein Killigbau. Und wo kommen sie? Nirgendwo. Yeah.
Okay, also hier in der Ecke kannst du gleich anscheinend 1, 2, 3 Quests auf einmal abschließen. Ja gut, ich leider nicht mehr heute, ich muss jetzt schon Schluss machen. Ärgert mich ein bisschen. Weil... Ja gut, dann mache ich halt auch nicht mehr so lange. Also ich werde noch das die Datenkonzert suchen, auf jeden Fall. Viel Spaß. Na gut, mit Anleitung geht's vielleicht schneller. Ja, mir zeigt's nur an, hier bei den Koordinaten die und die Höhle, und da hab ich halt mal geguckt, das ist halt die Questhöhle. Okay. Und den Rest muss ich selber machen. Ich guck mir das Video im Stream ja nicht an. Au! Hallo, aufstehen! Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend und noch viel Spaß. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Höhleneingang, der ist da hinten irgendwo. Da ist noch ein Gefangener, gönnen wir uns auch noch. Ach, da ist auch der letzte Bau. Natürlich greifen die uns an. Alter! Ui, 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 ui. Was ist denn falsch mit denen hier? Jo. Wo ist denn der Eingang? Auf der anderen Seite willst du. Och komm. So. Das heißt, der müsste hier drin sein, der Eingang. Kiowa, wenn wir entdeckt werden, du bist dran schuld. Auf frisch.
Hör doch mal auf mich wegzubauen. Ey, du, ihr blöden Kackviecher! Jetzt reicht's aber! Brauche ich mich hier wundern, wenn ich gleich down bin? Ey, willst du mich verarschen? Die ganze Zeit schubsen die mich hin und her. Und da komme ich gar nicht zum Kämpfen. Meine Fresse, was ist denn das für eine räudige Rotze? Komm, lass dich bewegen. Scheiße, 3, 4. Ach komm, lasst mich doch in Ruhe, ich will dort einfach nur noch rein. Kilo, du machst das schon, wenn nicht, dann nicht. Wo ist der Eingang? Hä? Nicht hier. Hey, wo ist denn jetzt der Eingang? Alter! Ach komm, lasst mich doch in Ruhe! Geht doch. Aber wo ist jetzt der Eingang? Oh, kommt man? Hä, wo soll der denn jetzt sein? Ist der dort dahinter? Jetzt. Warte mal, wenn ich hier durchrenne, sehen die mich doch. Ja, noch mehr. Da ist er. Ach nö, ach lasst mich doch in Ruhe, ey. Hi Justin. Ich müsste gleich ganz schnell nach dort rennen. Ich habe mich jetzt gerade mich um die Streamverzögerung bei mir. Das hier machen und hier bin ich, da habe ich auch so eine übelste Verzögerung. Ja, das ist richtig, das ist richtig. So. Die halt genauso stark. Also Kira, Tank. So. Hey, wo ist meine Nummer 7 Attacke hin?
Scheiße! Mann, ohne die kann ich hier nicht richtig kämpfen. Hä, wo ist die hin? Scheiße, welche waren das? War das die hier? Nee, das ist ja die 6. Schwertschutz war es nicht. Oh, scheiße. Ich war das. Das ist die 9. War das Schwertschlag? Scheine ich hier nämlich nicht zu haben. Aber hier habe ich halt auch nochmal Spaltschlag. Welche ist denn das jetzt gewesen? Muss mal gleich mal testen. Okay, hier drinnen soll das Startacron sein. Ultra. Warum fragst du, Schlummi? Die Macht ist mit mir. Okay, die zwei Fähigkeiten waren das auf jeden Fall nicht. Welche war das? Die hatte ich ja jetzt gerade. Hab genau die gleichen Specs wie dein PC, außer dass meine Kraker besser ist und habe Probleme mit FPS auf Medium. Ja. Kommt drauf an, wo du die Probleme hast mit den FPS. War das das hier? Stößt die Waffe in die Nähe? Das war das nicht. Justin, bist du noch im Stream dabei? War das das hier? Führt eine Reihe von Sch- Ja, ich glaube, die war das. Werden wir gleich mal rausfinden hier. Ja, ich hab sie wieder. Ich kann mich kaum bewegen. Ach, du bist schon wieder fast down hier. Ich
Ja, und jetzt kommt der nächste mit dazu. Und da ist die Kira schon mal down und ich auch gleich. Lasst mich doch alle in Ruhe, ey. Neue Gegenstände Create Update. Oh, muss ich dann später mal reinlunzen. Bei dieser großen. Ah, okay, das muss ich mir merken. Na komm, 15 Sekunden noch. So, dann lesen wir noch mal ganz kurz. Hä? In einer Höhle. Ja, das ist das hier. Ach, warte mal, ich hätte vorher noch was kaufen müssen. Oh lol, dann bringt mir das ja hier jetzt gerade gar nichts. Komme ich hier zufälligerweise raus? Ich muss tatsächlich mal ganz kurz hier... Ja, 18, 70, 10, noch irgendwas. Ist hier beim Königspass. Was soll ich da machen? Als Spieler des... Ach so. Okay, dann ist meins doch hier drinne. Ohne dass ich irgendwas machen muss. Dann bleiben wir doch hier. Da lang. Ich trotzdem noch mal kurz die Koordinaten nachgucken. 2724. Das ist hier unten in dem fetten Areal. Das heißt, wir müssen geradeaus. Das war's dann jetzt. So, Akira, du gehst wieder auf Heilung. Das geht einfach nicht so. Vor allem, da hier wieder zwei Sterne-Typsis kommen. 11, 11. Na dann los. Mm-hmm.
So, haben wir die auch erledigt. Alter, wie weit muss ich denn bitte schon noch rennen? So, oh, was ist das hier? Oh wow, muss ich ernsthaft so ein Dinger kaputt machen? Boah, die respawnen ja alle wieder. So. Da hoch, also da lang. Ich mache mir auch keine Sorgen, Kira. Da gibt's wieder was zum Zerklatschen. 2 von 8. Oh, hier gibt's wieder 3. Scheiße. Aber ich bin da gleich angekommen. Nice. So, hier gab's was zum Zermatschen.
Okay, irgendwo hier soll ernsthaft ein Datacron sein? Oh, jetzt brauche ich die Dinger nicht mehr zermatschen. Wow. Natürlich muss ich hier einer mit einmischen. Irgendwo hier. Zwei sieben, zwei vier stand da, ne? Ach so, nee, warte mal. Doch hier 2724 in einer Höhle. Doch hier. Das ist keine Minusangabe, nee, ist alles plus. 2724. Da unten im Gang drinne irgendwo. So schnell stirbt niemand. So, das heißt, hier im Gang soll's sein. Aber ich höre keins. Tatsächlich keins. Das ist halt creepy. Dann machen wir das mal ganz anders, ganz kurz hier und so. Und zwar so. Ah, lol, man muss sich tatsächlich eine Granate holen, die man dann da irgendwo anpappt.
wird hier irgendwo angepappt dann. Woher soll man das wissen, bitteschön? XP-Boost ist der noch an. Rufschaden. Tapferkeitsschub. Ne, XP-Schub ist tatsächlich gar nicht mehr an. Schon wieder sowas. Woher soll man das auch wissen? Achso, ich müsste erst mal gucken, wo man die Bombe holt. Eins acht und eins null. Das heißt, ich müsste Haus Alde. Können wir tatsächlich machen, ne? Denn dann und so, ne? Genau. Und ich müsste mal ganz kurz noch was anderes machen. Dazu muss ich halt einfach mal ganz kurz raustappen. Geht nicht anders. Den gibt's bei 18.10. Ist irgendwo da unten tatsächlich. Fast am Rand der kleinen Map hier. Gut, dann gönnen wir uns den Detonator. Gar nicht, habe ich vorhin eine Pause gemacht oder nicht? Wenn nicht, wird die Folge für YouTube etwas länger. Absicht jetzt mal offen, weil mein Mauszeiger fast dort ist, wo ich hin muss. Das heißt, wir werden uns den Detonator holen. Und mehr heute nicht mehr machen. Da habe ich lange genug gestreamt. Wieder Minecraft und Samstag gibt es dann noch mal einen langen, langen Star Wars Stream. Aber einen wirklich langen, langen Stream, der wieder so lange geht wie heute. 5-6 Stunden Minimum. 18.10. Hier. Das müsste jetzt gleich hier oben sein. Hier bei der. Seht euch ruhig um. Alles, was ihr hier seht, ist zu verkaufen. Was muss ich holen? Roten Detonit. Den da. Dahin. Gut, da haben wir das. Beehrt uns doch wieder. Jetzt allerdings komme ich da nicht mehr so einfach hin. Ne, das hat noch 6 Minuten Abklingzeit. Hier.
Das ist die Dorte. Dann nutzen wir das Teil. Dann sind wir wenigstens schon mal in der Nähe. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal in der Nähe. Und ich muss wieder in diese Richtung. Gut, dann logge ich mich hier oben gleich mal aus. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für alle die, die noch im Stream dabei sind. Danke fürs Zuschauen.